Hallo Leute, da sind wir wieder zum zweiten Part von Dragon Quest Heroes, der Weltenbaum. Da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Es sieht so aus, als sei der Tumult in der Hauptstadt niedergeschlagen. Nun denn, lasst uns weiterziehen gen Westen, nach Ingenua. Das ist eine prächtige Stadt, die von starken Mauern umgeben wird und im Herzen der großen Ebenen liegt. Aber ich schweife ab. Sie befindet sich lediglich einen Steinwurf entfernt von Arboria. Sehe ich. Steinwurf. Der kann weit werfen, der Junge. Und ihr habt mich sicherlich schon dorthin begleitet, nicht wahr? Da fällt mir gerade ein, ich bin in der Tat einmal mit euch dorthin gereist und zwar zum, wie hieß das nochmal? Das Institut für Innovation, der Ort, an dem die größten Gelehrten des Reiches ihre geheimen Studien in den Bereichen Magie und Mechanik betreiben. Genau, in Genua, eine Stadt voller wundersamer Errungenschaften. Dort werden wir sicher Experten finden, die uns sagen können, wie Arboria verteidigt werden kann. Es gibt dort eine Person, deren Meinung ich besonders schätze. Ein wahres Genie und erfüllt von patriotischem Geist. Kommt, Freunde, lasst uns aufbrechen. Okay, brechen wir auf. Wow, ist das hier? Was ist das hier? Ein Waffenhändler, eine Kapelle. Es gibt hier all die Annehmlichkeiten einer Stadt, wie es scheint. Willkommen im Feldlager bei Ingenua. In diesem bestens ausgestatteten Außenposten sollten wir Halt machen, ehe wir unseren Weg zur Stadt fortsetzen. Ich hoffe zwar, dass dem nicht so ist, aber die Monster dieser Stadt können ebenfalls umnachtet sein. Der Gedanke mag schmerzen, aber wir sollten uns für den Krieg wappnen. Grünschnabel! Willkommen in unserem Lager, Hauptmann. Wir haben hier einige der wichtigsten Dienstleister versammelt, damit ihr euch auf kommende Herausforderungen vorbereiten könnt. Die Stadt ist zwar nicht allzu weit von den Toren des Lagers entfernt, aber keiner weiß, was für Gefahren dort draußen lauern. Es ist von größter Wichtigkeit, dass ihr euch entsprechend ausrüstet, bevor ihr das Lager verlasst. Okay. 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 Krass. Oh, Joko Stana. Okay, wie kann ich... Da ist meine Ausrüstung. So. Machen wir mal den Schleimschläger. Okay. Okay, da ist noch nicht so viel los. Oh, Joko Stana. Ich weiß nicht, will ich mir ein Schild gönnen oder nicht? Es sind 7 Verteidigungspunkte drauf. Ja, gönnen wir uns das mal. Gut. So, was haben wir hier? Hier haben wir die Kapelle. Willkommen bei der Kapelle der Göttin. Ja, was hast du denn hier für mich? Okay. Sa, Kami ni inori yo. Kami no gokago ga aran koto o. So ja no. Aha. Okay. Ein Blubberrang. Sonna.
Vielleicht. Kore. Hai. Hm. Interessant. Das heißt, umso besser wir werden. Jetzt habe ich einen Glitsche-Bogen bekommen. Ein Mussmacher. Ich glaube, er gibt mir jetzt die ganzen Gegenstände, die ich durch den Kauf bekommen habe. Ein Breihänder. Lol. Jetzt bekomme ich die ganzen Sachen. Okay. Ja, ich würde sagen, ja, wir wollen uns auf den Weg machen. Wollen ja mal vorankommen. In Genua. Wunderbar, wunderbar. Die Tore in Genua sind nun nicht mehr fern. Wage ich zu hoffen, dass diese schöne Stadt von Angriffen verschont geblieben ist? Ich fürchte nicht, Euer Majestät. Fest steht allerdings, dass in diesem Moment Monster versuchen, sich durch das hohe Gras an uns heranzuschleichen. Bestimmt nicht nur, um uns mit einem freundlichen Hallo zu begrüßen. Arboria ist also nicht der einzige Ort, der von Monstern heimgesucht wird. Nun gut, dann soll unsere erste Aufgabe darin bestehen, diese Felder von ungebetenen Gästen zu befreien. Kommt, Freunde, zu den Waffen! Okay. ドラゴンを倒した直後に現れた魔物の扉では。そのようじゃ。だが、オートで見たものとは少し違っておるな。 Klingt logisch. Der, der ein Loch bewacht, den muss man platt machen. Da wäre ich, glaube ich, nie drauf gekommen. So, weg mit dir. あ、さっきの魔物をやっつけたら、妙なものも消えたわ。魔物の増加も止まったみたいだな。やはり今のやつが仲間を呼び寄せていたんだ。そういうことだったのね。じゃあ他にも同じ魔物がいないか探しましょう。
Cool. Hau ab mit deinem alten Hammer da, ey. Weg mit dem Vieh. Aha, okay. So. Alter. Das werden aber auch einfach nicht weniger. Aber wenigstens mache ich die meisten schon One-Hit. Ja, machen wir jetzt mal eine Konzentrationsladung. Okay. Krass. Krass. Das Zimmer ist richtig gut rein. Okay. Scharfer Zahn.
yo. Okay, den Schlundwärter haben wir schon mal. Und damit ist der Golem auch raus. Wo ist denn noch einer? Oh! Verdammt! Naja, war eine erfolgreiche Schlacht. Scheint, als hätten wir die Monster außerhalb der Stadt alle vernichtet. Lasst uns reingehen und nachsehen, ob dort alles in Ordnung ist. Ach, warte, blindlings hineinzustimmen wäre nicht nur töricht, sondern auch gefährlich. Ob schon die Situation Eile erfordert, sollten wir nicht ohne eine sorgfältige Planung vorgehen. Eile mit Weile, meinst du? Für wahr. Deine Vorsicht scheint angemessen, Junge. Nun gut, lasst uns zum Lager zurückkehren und Vorbereitung treffen. Das ist ja alles total nicht interessant. Ja. Boah, wieder ein bisschen Stuff bekommen. Ich hab doch welche. Okay. Goldgräberkarte. Glückskarte bekommen. Ja, aber was soll ich hier? Aber das war's auch für diesen Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir uns auf den Weg machen. Und ab in die Stadt wollen. Mal schauen, was uns da dann erwartet. Bis dahin.